So, den Empowered Crystal. Brauche ich erstmal Diamant Crystal Empowered. Dazu brauche ich den Brutzler. So. Und dann brauche ich 5 Clayblock, 10 Clay, 5 helle Farbe. 1, 2, 3, 4, 5. Ich hasse das langsam auch. Was denn? Achso. Warum sind Clayblöcke da und Clay da? Das muss man mal eher erklären. Ich glaube, dafür gibt es keine Erklärung. Das. Und das. Ja, gut. Dann kommt noch ein bisschen Eisen raus. 21 Blöcke noch aus der Schmelze. Ja, ja. Ich warte jetzt ab, bis das hier erledigt ist. Ach ja, da war ja was. Dagegen kommt unsere Stromproduktion nicht an, Ike. Das kann dauern. Schau mal auf die Dinge. Ja, ja, ich sehe schon. Fertig. Ist der erste, oder? Ja, also wir könnten, wenn wir gut sind, 3 oder 4 schaffen. Als die leer waren, habe ich dann bei dem anderen, bei diesem Repairer, habe ich ja gemerkt, das dauert und dauert, ey. Nee, Gott, wir schaffen uns schwer. Jetzt muss man kurz warten. Aber wir haben wenigstens schon mal minus den einen 17 Empowered Crystals. Das ist gut. So, die, oh, hier ist die nächste Quest fertig. Einholen. Die habe ich jetzt auch fertig. Jetzt muss ich mich einmal hier hinterbauen. Denn der kommt dahin. Einmal das. Der Boiler. Und die Steam Engine. So. Hä? Mir fehlt ein Block. Wo ist der hin? Hä? Hast du gerade zufällig den Block eingesammelt? Nein. Verarscht. Das ist nicht. Das ist eine Verarsch gerade hier. Ach cool, 2 Diamanten. Da, da und da. So, jetzt kann man mit Dampfantrieb arbeiten hier. Was soll man eigentlich mit dem Magma-Block? Der kommt. Der kommt. Oh, ich hab's hinbekommen. Der kommt unter den Boiler, damit der arbeiten kann. Achso, brauchst wow. Du noch einen. Beatburger, ne. Ich hab ihn auch erstmal weggetan. Yep. Ich hab einen Beatburger, yeah. Das und das da rein, das erste Mal da rein. Das da und das da. Stimmt, die Cables hatte ich ja auch schon vorbereitet. Ich wusste, dass mich das immer abfacken wird. Copper Cables. Irgendwo hatte ich schon Copper Wire hergestellt. Ja. Und dazu brauchen wir nämlich Latex. Wir brauchen einen weiteren Tank. Ike, hilf mal bitte. Ich kapiere das immer nicht. Wie das funktioniert. Was willst du denn jetzt genau?
dass dort Energie drin gespeichert wird. Das sind Power Cells. Also, und hier ist noch das übrige Lead-Kabel. So. Wow. Das ist, wenn du jetzt hier drauf guckst und mit dem Wand rechtsklick machst. Ne, bleib mal dort stehen auf dem Block. Ja, warte mal. Ja, oder bleib dort. Na, was denn jetzt? So. Input, jetzt geht's rein. Jetzt geht's raus. Fertig. Ich hab hier jetzt bloß Input gemacht. Ja, hier, warte mal, hier muss noch raus dann. Dann muss das Kabel da nochmal weg. Obwohl, nee, es kann bleiben. Output, so. So, wir brauchen einen Tank. Einen weiteren. Wie wird der nochmal gemacht? Et EFAP. Oder hatten wir noch einen? Ne, die Pipe muss auch da wandern später. Wohl, ne. 6 Kupfer hab ich. Ich brauche 2 Glas. Hab ich. Ich brauche ein Iron Gear, Eisen und Sticks. Haben wir irgendwo noch ein Iron Gear? Kannst du mal bitte ein Eisen Gear ausgießen, wenn dort noch Eisen drin ist? Mache ich, oder? Was bitte? Bitte was? Ach du Scheiße. Nämlich keine Dias mehr. Warum machst du auch sowas? Ja, weil die Quest ein Small Storage Crate möchte. War das jetzt Steampunk auch so aufwendig? Wie? Jetzt in dem Steampunk Projekt oder? In unserem Steampunk Projekt, ja. Da hast du die ja immer gemacht, darum. Ach so, ja, doch, die waren auch sehr, sehr scheiße. Irgendwo hatten wir, da haben wir Latex-Scan. Ich glaube, ich habe nicht mal so viel Obby. 2, 3, 4, 5. Oh, Elektronik. Nein! Elektronik Circuit. Refined Iron Plate. Refined Iron machst du, indem du Eisen da reinigst. Du brauchst Steam und Gearbox. Ich wollte gerade fragen, Silikon. Sonst macht nämlich immer mit dem Arc Furnace, das wäre dann. Nicht. Silikon brauchst du Steam und Liquid. Liquid ist Latex. Wir müssen Latex herstellen. Nee, ich korrigiere, du musst Latex herstellen. Ei, dann brauche ich Gold, Silikon, Redstone und Copper für ein Electronic Circuit. Oder ich mache das per Cable. Power Upgrade, RF Upgrade, Gearbox. Nee, dann mache ich das lieber in den Empowerer. Gut, dann. Ja. Error, Refined Iron Ingot. Wir haben kein Latex mehr. Wir hatten doch noch nie Latex. Doch, gerade eben, sonst hätte ich ja nicht craften können. Oh. Hä? Warte mal. Es muss doch gehen. Wir haben kein Wasser. Wir brauchen noch einen Tank für Wasser. Wir brauchen wieder Kupfer. Nicht Kupfer, hier. Wie ist das Spaß? Bronze. Na gut, dafür brauchst du auch Kupfer.
Wo war Tin? Wo war da? Ich kann sowieso jetzt erstmal Obi fahren. Oh Mann. Ja gut, machen wir hier gleich noch ein bisschen mehr. So. Ich brauche schon wieder ein Eisentier. Leck mich fett. Ich stell gleich mal ein paar mehr her. Ich glaube, die werden wir jetzt noch öfters brauchen. Könnten eigentlich noch eine zweite Ingot-Form, Cast-Form machen und dann noch eine zweite Glock, dass wir das doppelt machen können. Hier, dass es schneller ausgießt, weißt du? So, das hab ich. Jetzt brauche ich noch Glas, das hatten wir hier. Perfekt. Das. Eimer haben wir hier. Eimer? Da. Sag mal, das dauert mir hier gerade ein bisschen zu lang. So. So. Oh je. Ich weiß jetzt an, schon, oder? Ich weiß jetzt schon, dass mir dieser Lärm irgendwann auf den Sack gehen wird. Irgendwann kann man es auch mal automatisieren. Aber ich stell. Oh, Tim schon wieder, wow. Ich stell aber auch gleich mal ein ganzes Stack Refined Iron her, weil das werden wir auch wieder en masse brauchen. Mhm. Small Storage Crate. Das könntest du hier, warte. Nicht dahin stellen? Können wir da hinstellen? Ja. Okay. Deswegen sage ich ja noch eine zweite Ausgussform und dann können wir das nämlich verdoppeln mit der Geschwindigkeit des Ausgießens. Ja. Wäre zumindest für mich so, so habe ich es auch immer im Singleplayer. Ja, ganz ehrlich, so schnell wie das ausgießt, kann man es nicht verbrauchen. Das wäre ja nicht das Problem, aber. Wäre vielleicht doch schon schön. Bei dem Tempo, wie das ausgeht, verbrauchst du das Eisen nicht. Darko. Sag das nochmal, wenn wir keins mehr haben, weil wir das alles in Refined Iron machen. Und dann bist du einfach nur selbstblöd. Nee. Wenn ich jetzt schon sehe, ich brauche für ein Zirkuit eine Platte, so, und die ganzen nächsten Quests, dafür brauchst du diese Zirkuit-Teile. Ja, für die ganzen Ich weiß, aber bis dahin sind wir ja eh wieder beim Farmen. Sagt wer? So, Wasser ist alle. Ja gut, stimmt, du farmst ja nicht. Nö, heute habe ich auch noch nie gefarmt. Hast du überhaupt schon mal gefarmt? Du willst mich jetzt ernsthaft verarschen, oder? Mit dem, ob ich schon mal gefarmt habe. Ja, Kupfer, das weiß ich ja. Aber davor bin ich jetzt war, ich war die, in den ersten Tag, wo wir aufgenommen haben, in der zweiten, dritten und vierten Folge unter Tage. Also. Geh mal runter davon, sehen wir also nicht. Jetzt, war das woanders. Jetzt ist echt mal hier irgendwann das Maß voll, wenn du sagst, ich würde nicht farmen. Ich habe sogar Videos davon. Da haben wir sogar noch mit CO2 geschnackt, als ich unter Tage war. Irgendwann ist das Maß voll.
Angriff. Wir haben echt keinen Sand. Nö. Das ist das Einzige, was wir nicht haben. Auch blöderweise jetzt. Also. Ganz ehrlich, ich stelle jetzt noch mal einen Tanker und verbinde die zwei miteinander. Wo ist das Glas? Brauchst du nicht. Ich mache als nächstes den Advanced Tank, wenn du noch so lange warten kannst. Ja, ich habe das erste Circuit Tank gleich fertig hier. Ja, ich wollte jetzt erstmal diesen Projektor bauen und dann mache ich den anderen. Dann also Redstone, Kupfer, Gold, Redstone. Warte mal, da mache ich gleich ein paar mehr. Ich habe glaube 16 Stück. Das 16 Kupfer. Läuft das Hammer nämlich nicht. Ich habe ein Kupfer-Ingot. Ja gut, ich war immer auf 11 Farm, da gibt es kein Kupfer. Aber ich hatte doch heute schon was in den Dings geschmissen, das kann doch nicht wieder alles weg sein. Da liegt es noch da hinten drin. Wow, 20 Stück. Kommst du auch nicht mit weit. Doch. Ich brauche 16. Ja, ich meine, danach brauchst du sicherlich auch wieder Kupfer. So ist es nicht. Ich brauche 2 Kohle. Ich mache das jetzt im normalen Furnace, bevor sich die Sachen da verbinden. Ne? Das und Silikon. Deswegen wolltest du bestimmt Sand farmen, oder? Nee, für was labileres Glasscheiben. Wie? Ich brauche aber Silikon. Dann nimm dir das restliche Glas, bevor es zu Ende brennt. Nee, Silikon kriegst du nur aus Sand. Die hab ich doch gemeint. Ich hol mir jetzt draußen schnell selber was. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Wir müssen sowieso aufpassen, dass wir die Umgebung hier nicht allzu sehr verschandeln. 6 mal. 16. Nee, 6 mal 4, 4, 8, 16 und 8, 24. Noch. 24 Bronze. Juhu! Ich brauche wieder Kupfer. Oder haben wir noch Bronze? 6 Stück haben wir noch. Damit komme ich nicht weit. Hier könntest du auch noch 3 rausmachen, wenn du Kohle nachlegst. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Aber das war's dann. Bronze hab ich nichts mehr. Ich hab keinen Bock schon wieder zu farmen. Ich baue nämlich 4 normale Tanks. Ja, ich weiß. Deswegen mach doch die normal. Du kannst doch, guck mal, wenn du jetzt unter den Wassertank, wenn der leer ist, darunter noch einen setzt, dann hast du einen doppelten Wassertank. Du musst nicht unbedingt jetzt die Advanced-Dinger machen. Ich mach auch nur einen. Mehr mache ich gar nicht. Ich mache nur den einen wegen der Quest. So, das war's jetzt erstmal. Wir haben Wasser, habe ich jetzt keinen Bock nachzulegen. Fünf. Was waren das andere? Kupfer. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das langt vorne und hinten nicht. Muss ich farmen oder gehst du farmen? Wir können dann wieder... Ach so, Kupfer... Pff.
Ist der überirdisch? Du kannst ja in irgendeine Richtung rennen, wenn du Bock hast. Vielleicht findest du irgendwas, was man gebrauchen kann. Habe ich jetzt auch keine Lust zu. Ja, dann kommt das erstmal hier rein. Das kommt da rein. So, auf jeden Fall wieder eine Quest fertig. Und Iridium-Ingots. Ein. Achso, ich habe noch 9 Kupfer, falls du brauchst. Mit einem Kupfer komme ich leider nicht weit. 9 habe ich gesagt. Ich habe einen verstanden. Ja gut, das reicht vorne und hinten. Weil ich nicht so viel von dem Zeug herstellen konnte. Ich habe nur 5 Silikon bekommen. Kompressum. Dust-to-Dust, Microwave, Extractor. Ich glaube, der Extractor, den braucht man, um aus Bauxit und sowas Zeug rauszukriegen. Ja. Scheiße. Jetzt weiß ich auch, für was der Tree Fluid Extractor gut ist. Da kriegen wir Latex raus, wenn wir einen Lock davor setzen. Kurze Frage, wo muss das Wasser rein? Hier oben in den. Okay. Ey, bau den doch ab, stell den dort hin und dann kannst du hier klickspammen. Nee, ich lass das ja nebenbei schon laufen. So. Warum? Warum ist das Teil nicht angeschlossen? Was ist denn das für eine Kacke? Hä? Das funktioniert ohne Strom. Nein, der braucht Strom. Ne, guck, funktioniert doch. Oh, gut. Warte mal, dann. Dann setze ich das Teil mal dahin. Wenn ich es richtig umsetzen würde. So. So. Ja, das bis wir Latex haben und dann wieder Silikon, das kann dauern. Oh, das reicht immer noch nicht. Ah doch, reicht. Quatsch, was laber ich? Ich brauchte noch eine 24. Wow, willst du mal wissen, was ich rausgekriegt habe aus dem Reward Bag? Da schenke ich dir. Ja, komm, es gibt Schlimmeres. Ja, Pilz essen. Wieso in Minecraft juckt mich nicht, ob da Pilze drin sind? Dann baue ich jetzt mal schnell den Aufgang zum Boot. Hä? Ich hatte noch Sprucewood-Logs hier drin, wo sind die hin? Ich habe keine verwendet. Ich habe dieses komische Eukalyptusholz verwendet. Das hast du zum Bauen verwendet, blöde. Nee. Ich hatte noch 24. Ich hatte noch 24 Stück übrig. Die habe ich da reingeschmissen. Im Backpacks habe ich auch nichts drin. Oder habe ich daraus das Shipping Bin gebaut? Dürfte aber nicht sein. Das habe ich ja extra aufgehoben. Muss ich dann mal in der Folge reingucken. In der Meinung, ich habe das da oben reingelegt. Ach nee, ich habe Spruce-Fans draus gebaut. Gut, hat sich erledigt. bei 24 Minuten, da gehe ich heute in der nächsten Folge vor.